Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrecht. Was Sie mit Ihren Medizinforschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Er ist nicht in der Bunkerlage. Dass dieser Kultur aus dem besten Europa verschwemmt. Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Gruppe Steiner hat versprengte Augen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Das Leben vergibt keine Schwächen. Dann entlösen wir die Westfront. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Das war meine Vision. Das ist sie noch immer. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Halte! Ich will sofort zum Bericht! Naja, was soll man von einem erwarten, der weder raucht noch trinkt, über den Vegetarier ist? Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Vielleicht kräft mein Führer. Je später der Abend, desto lieber die Gäste. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Handeln! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein!